Herzlich willkommen auf YouTube zur nächsten Folge unseres Multi-Let's Plays. Hier bei mir ist der Stefan. Abend. Und mit Düngen sind wir jetzt durch. Stefan geht jetzt gleich spritzen. Ja, bin schon auf dem Weg. Zum Glück ist das ein landwirtschaftliches Spiel, sonst würden wir jetzt gleich Ärger kriegen, ne? Bei so komischen Wörtern. Ja, und hier auf der Endholzer haben wir uns für heute noch einen Auftrag geholt. Mit der Zeit noch ein bisschen rumkriegen und wenn der vorbei ist, dann machen wir Holz bis zum Schlafen gehen. Oh, jetzt bin ich falsch abgebogen. Ich hätte nicht auf die Hauptstraße wechseln dürfen. Ich hätte auf der Nebenstraße bleiben sollen. Denk 1070 ich. Liter. Naja, sollte ja noch ein bisschen reichen. 1070 Liter was? Herbizid. Ja. Herbizid haben wir, glaube ich, noch nicht neu berechnet. Doch, Herbizid haben wir. Ja, ich weiß nicht, ob wir es schon neu berechnet haben in der Version, die wir jetzt hier auf dem Server haben. So, was sagtest du? Feld 3, die Ecke, 10 und 78, ne? Ja. So, ich bin auf Feld 21 angekommen. Das ist jetzt normale Mähwiese, das ist ja super. Kann man richtig schön über den Rand hinausfahren. Ja. Solange da nicht wieder solche komischen Bäume stehen. Ich mag mähbare Büsche. Du nicht? Ja, doch. Da wird gleich gemäht, Heu gemäht. Oh, Lobby meint, ich mähe, weil hier vorne steht jetzt im Menü, ne? Wenderstufe Heu, dass ich jetzt das Heu mähe, ne, dass ich beim Mähen, dass beim Mähen direkt Heu rauskommt. Okay. Ich glaube, der hat eine Kleinigkeit nicht gemerkt, ne? Wollen wir aufklären? Ja. Guck mal, Lobby.
bin ein ganz fauler Sack. Statt mir hinten ein Gewicht dran zu hängen, hänge ich mir einfach direkt den Bänder dran. Und da die beide 8 Meter Komma irgendwas haben. Weißt du zufällig gerade spontan, wo die Feldeinfahrt zu Feld 10 ist? Ja. Ja, Richtung stimmt. Nächste Kreuzung rechts, links. Und dann vor dem ersten großen Haus wieder links. Nächste also, Kreuzung links. Ja, weiter, 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 weiter. Dahinter, hinter dem Haus quasi genau, links. Genau, jetzt ja? Links. Ja. Und dann wieder nach links den Weg rein. So, ah, hier. Ja, 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 alles klar. Ja. Jetzt kam es hier wieder, ne? Ja, ja, ja. Ich erinnerte mich gerade wieder. Ich überlege gerade, wie weit ich hier rüberfahren kann. So, nee, Moment. Das ist ja mal eine fiese Nummer. Vorne Mähwerk und hinten Wänden, das habe ich schon in Videos gesehen. Du wirst lachen, das ist auch nicht meine Idee. Das habe ich hier bei uns in der, hier bei uns in Niederbadenberg auf dem Feld gesehen. Ne, ich meine, der hatte das Ganze in wesentlich kleiner an seinem Traktor, ne? Aber genau das hat der gemacht. Ich überlege jetzt gerade, ob ich hier in Bahnen fahre oder nicht. Kannst du doch. Ich könnte aber einfach manuell fahren, ne? Obwohl, guck dir mal die Nord-Süd. Nord-Süd ist schon ein Stück, ne? Ja, ja. Ist schon nicht das kleinste Feld, ne? Ich denke, ich fahre gleich 90, 0 Grad, noch 180 Grad von oben nach unten durch. Aber erstmal mache ich drei Vorgewende. Oder? Lass uns doch mal von oben gucken. Grad klingt ja gar nicht so verkehrt hier, ne? Okay. Sieht gut aus. Hier sieht man das Heu auch besser, weil das ja von normalem Gras wesentlich heller ist als von. Von anderen Fruchtsorten. Ja, drei Vorgewände brauche ich trotzdem.
3. Ja, wenn ich den Bänder hinten dran hab. So, ja gut, du bist jetzt ein Stück länger, ne? Ja, und ich meine, du willst ja vernünftig gewendet ja. haben, ne? Dann mache ich dann lieber 3 pro Gewende. Feld 10 ist fertig, ich fahre jetzt zu Feld 78. Hast du viel gebraucht auf Feld 10? Nee, ich habe noch 806 Liter. Von? Knapp über 1000, 1030 glaube ich oder sowas. Meinst du, da kommst du dann hin mit dem, was noch da ist? Weil das Feld ist schon vollflächig jetzt zu behandeln, ne? Ich weiß nicht, ich würde tatsächlich mal auffüllen. Ja. Dann gucke ich mal, ich guck mal kurz für dich den Preis. Kann ich noch irgendwo was? Nicht, dass ich wüsste. Weil Herbizid gibt es ja nur in den großen, IBC-Containern. Und, ne? Ja. Weil Herbizid gibt es nicht von uns. Das gibt es nur original und dann kostet das hier 1200 pro 1000. €1200 pro 1000. Ja, aber Herbizid kannst du nicht kaufen bei bei meiner Kaufstation. Nicht? Nee, ich weiß nicht warum, aber irgendwie scheinen die nicht als Flüssigkeit deklariert zu sein. Ich würde dir dann einen 2000 Liter Kanister kaufen. Ja, das wäre super, da kann ich den da füllen. Ja, möchtest Passt du lieber ja. von Corteva oder von Helm? Nimm das billigere. Kostet selber. Dann nehmen wir ja. Helm, das Logo haben wir, ne? Haben wir schon selten. Nicht, dass es jemand außer jetzt gerade die 2 Sekunden im Stream sehen würde. Prost, Stefan. Was? Prost? Ja, Prost, habe ich gesagt. Ja, sonst ärgerst du dich nachher, wenn du da oben stehst und dir fehlen 20 Liter. Ja, zahlt der Chef nicht normalerweise das Bier? Ja, aber nur nach Feierabend. Was sagen, warum hat der Knecht keins? Was ist das denn? Weil der muss noch arbeiten. Ja, verdammt. Warst du vorm Stream lieb zu deiner Frau? Natürlich. Bin immer lieb zu meiner Frau. Ein böser Blick, kommt nichts geflogen, dann... Ich wartete eigentlich darauf, dass hinten jemand vor Lachen vom Stuhl kippt, aber okay. Du musst dann aktuell doch ganz zufrieden mit dir sein. Ich hoffe. Wenn nicht, wirst du es merken.
Das befürchte ich, ja. Also 10 Bahnen habe ich jetzt gefahren. Okay. Also jetzt doch noch. Gar nicht. Also 10 lange Bahnen, ja gut, aber es ist doch nicht so groß. Ich hätte jetzt gedacht, das waren 2, irgendwas Hektar. Ja. 2,63 Hektar. Und ich denke, wenn ich jetzt so gucke, was hier auf dem Boden liegt, das werden schon so einige Ballen. Ja, ja. Sollen wir die kleine Bader Quaderballenpresse nehmen? Nicht? Och nö, weißt du. Ich meine, wir haben doch ein Autoload. Ja. Zumindest einen. Und auf den anderen können wir die mit Hand stapeln. Ist klar. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, ne? Also auf den Strautmann, ne? Mhm. Da gehen 70 von den kleinen Ballen drauf. Naja. Du wirst ja auch nur ungefähr 7000 pressen da. Also es wird nicht so viel. Ja, aber wir wollten doch schon immer mal HD-Ballen machen. Ja, das stimmt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Aber können wir das nicht vielleicht auf, lass mal kurz Feld überlegen. 10. Feld 2, hätte ich jetzt gesagt. Warum? Warum bleibt, also, jetzt, warum bleibt jetzt hier was stehen? Feld 22 vielleicht. Ich habe ein anderes Problem. Was denn? Hier bleibt gerade was stehen. Okay. Ja, und jetzt weiß ich auch warum. Einmal neu einrasten. Einmal die Arbeitsbreite auf 8,20 Meter reduzieren. Rüberfahren. Ja, Problem ist, der EV hat die Arbeitsbreite vom Bänder eingerastet. Der ist 8,70 Meter, aber das Schneidwerk ist nur 8,20 Meter. Hm. Heißt, da blieben jetzt dazwischen immer 50 cm stehen. War nicht so gut. Nö. Auf so eine ganze Bahn ist das viel. Lobby, nix Autoload. Und DZP schreibt, er wäre für HD-Ball. Pure Begeisterung. Ja, ja, total. Also. Weil andererseits, HD-Ballen kann man tragen, ne? Das ist richtig, du brauchst dafür keinen
starken Bauern. Keine starken Bauern. Das ist super, dann pressen wir die einfach und dann tragen wir die einfach weg. So, also, ja, ich meine, das ist halt nicht so weit, ne? Andererseits, wir könnten auch einen großen Anhänger kaufen, dann schmeißen wir die einfach von Hand alle da rein. Wieso? Wir haben doch einen großen Anhänger. Ja, so einen richtig großen, meine ich. Ja, den kriegst du hier nicht rauf. Wir hätten aber den Strautmann, den könnten wir zumindest mit Autolot beladen. Ja, also, nee, jetzt mal ernsthaft von mir, das können wir HD-Ball machen, das ist mir egal. Also. Und wir hätten den Brandner, den können wir von Hand beladen. So. Alternativ dazu nehmen wir die beiden gleichen, machen Rundballen und dann kommst du nachher mit dem. Dann kommst du mit irgendwas mit Frontlader hier runter und belädst den Brandner. Ja, so auch das. Ist mir auch egal. Ja, machen wir den Strautmann immer schön mit Autolot voll und den Brandner belädst du mit dem Frontlader. Ja, von mir aus. Wobei sich dann tatsächlich größere Ballen ja anbieten. Ne? Hä? Ja, wenn du den von Hand verladen willst, bieten sich ja größere Ballen an. Ne? Wieso? Ja, weil das einfach deutlich schneller geht. Ne? Wenn du hast, was hat so ein HD-Ballen? Wie viel sind das? 500 Liter oder was? Du hast im Endeffekt fünfmal so viele Ballen, aber die kannst du ja von Hand verladen. Die kannst du ja tragen. Ja, ja. Soweit ich weiß, kann man HD-Ballen tragen. Ja, ja. Dafür sind sie gemacht. Die großen Ballen, da brauchst du auf jeden Fall einen Frontlader für, um die aufzuladen. Ja. Also generell bin ich natürlich für HD-Ballen. Ja, dann machen wir die. Aber das muss ja nicht unbedingt auf so einem riesen Feld sein. Die können wir ja auf einem unserer Felder machen. Lobby ist für Frontlader. Oh. Dann machen wir 125er Rundball. Von mir aus? Ja, weil große Quaderballpresse haben wir nicht. Ja, dann machen wir das so. Warum nicht? Gut. Dann ist das ja schon mal geklärt. Median, du meinst im Real Life, ja, auch die HD-Ballen werden irgendwann sehr, sehr schwer. Das ist genauso wie dieses Stück Papier, ne? Wenn du das so zwischen die zwei Finger nimmst und dann so mit ausgestreckten Hand, das wird auch nach ein paar Minuten ziemlich schwer.
Ich habe ja mal wieder ein Experiment gemacht, ne? Was denn? Ja, ich mache immer ganz viele Experimente. Also zum einen habe ich jetzt mal, ich bin jetzt auf Diet. Also nicht auf Diät, sondern auf Diet. Aha. Ne? Immer diese Werbung gesehen, dass die toll, ne, dass die ja so toll ist und so wenig Kalorien hat. Da habe ich gedacht, okay, Limonade, kein Zucker, keine Kalorien, die kann ich schmecken. Ich bin echt positiv überrascht. Es fehlt natürlich dieses, es fehlt jetzt nicht Geschmack, sondern es fehlt natürlich dieses Süße von dem ganzen Zucker, den ja, sie weggelassen ist, haben. Wenn da keine Kohlenhydrate im Sinne von Zucker drin ist und keine Kalorien oder so, was ist denn dann da drin? Moment. Da ist doch bestimmt eine Zutat. Ist ja keine Werbung, wenn ich sowas mache, oder? Ich habe keine Ahnung. Natürliches Mineralwasser, Orangensaftkonzentrat, Kohlensäure, Zitronensaftkonzentrat und so Kram. Ja, Aspirin ist auch drin. Nee, Aspartam. Nicht Aspirin. Und nicht Nikotin, sondern Niacin. Klingt irgendwie alles ähnlich. Mhm. Naja, auf jeden Fall steht hier drauf, das Ding hat 14 Kilojoule auf 100 Milliliter. Na ja, gut, das ist nicht viel. Nee, das sind 3 Kilokalorien, wie das so schön heißt. Wobei, ich muss dann immer wieder überlegen, wie man früher, und soweit ich weiß, macht man das heute noch, festgestellt hat, wie viele, welchen sogenannten Brennwert etwas hat, das man zu sich nimmt. Man nimmt eine gewisse Menge, packt es in eine Schale, zündet es an und guckt, wie lange es brennt. Deswegen heißt das Brennwert. Aha. Wurde dann irgendwann mal übersetzt in Kalorie. Es ist aber immer noch der Brennwert. So. Warum hat Salz keinen Brennwert? Hast du schon mal versucht, Salz anzuzünden? Versucht habe ich nicht, nein. Ja, weil du weißt, dass es nicht brennt, oder? Ich hätte gedacht, es brennt nicht. Ja, brennt doch nicht. Und nach dem, was sie da damals ausgetüftelt haben, um diesen Brennwert zu ermitteln, hat Zucker keinen Brennwert. Aha. Weil Zucker kannst du auch nicht anzünden. Deswegen wurden Verfahren entwickelt, wie man denn Zucker trotzdem anzünden kann. So war das halt. Ja, Menschen, wir machen komische Sachen, ne? Ziemlich, ja. Okay. Es ist serviert, gewendet. Das ist eine ganz schmale Brücke hier. Wollte ich nur gesagt haben. Ist auch hübsch gewesen hier, ne? Da fragte mich letztens einer, warum gibt es hier eigentlich so viel, warum gibt es in Terralife eigentlich so viele verschiedene Grassorten? Deshalb. Das Leben ist nun mal nicht. Gras oder nicht Gras, sondern welches Gras steht da gerade? Weißt du, ob das Harvest Pack jetzt auf einer Terralife-Karte geht? Weil auf der Eifel hat der dann meinen Spielstand nicht gestartet und wollte morgen neues Save auf der Thüringen 3 anfangen. Harvester Pack? Welches Harvester Pack? Bin ich jetzt gerade überfragt. Aber auf YouTube? Ne, wir sind fertig mit dem Main und dem Wenden und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir gehen jetzt mal.
baden, denn der Stefan ist ja noch nicht fertig. Nö, ich brauche noch ein bisschen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge und tschüss. Tschüss.